Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Sims 4 meets Star Stable. Und zwar erstellen wir heute unseren Idris. Das hatte ich ja bereits angekündigt. So, ich hoffe, das stimmt jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil genau hier oben drüber liegt mein Interface. Falls es nicht richtig ist, Leute, ihr wisst dann, ne, wie er eigentlich zu heißen mag. Ich habe mir für diese Erstellung von Idris das Vampir-Gameplay gekauft, weil Idris ist ja ein Zauberer und es gibt keine Zauberer in Sims 4. Das, was dem am nächsten kommt, dass die ja so ein bisschen dunkel und düster sind, finde ich, sind Vampire. Und deswegen habe ich mir das Vampir-Pack gekauft und Idris wird jetzt ein Vampir. Und ich freue mich jetzt so mega, ihn zu erstellen. Wir gucken jetzt erstmal. Ich habe jetzt hier einfach irgendeinen random Typen genommen. Und es gibt irgendwie so einen stolzen Gang, ne? Genau. Den nehmen wir und dann machen wir mal alles weg, was so geht im Moment. Was ist denn mit den Ohren hier los? Egal. Das können wir dann noch machen. Dann nehmen wir hier auch noch alles weg, was er so anhat. Und dann starten wir erstmal los. Also das erstmal machen wir, weil wir haben jetzt erstmal den lieben Idris. Also die gute Seite von Idris. Das heißt, wir geben ihm erstmal normale Öhrchen. Und ich hoffe, ich vergesse es nicht, dass ich euch den Idris einblende, fällt mir gerade so auf. Denn, ja, falls ihr nicht wisst, wie Idris aussieht, dann, ja, um einfach eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. Es haben schon einige von euch in die Kommentare geschrieben, dass es super schwierig ist, den Idris zu erstellen. Und, ja, ich hoffe, dass ich das irgendwie hinbekomme, Leute. So, als allererstes brauchen wir Idris hat eher so ein Stupsnäschen, Leute. So, aber kleiner. Ungefähr. Ich hätte gesagt, das ist ungefähr. Aber er hat auch ein komplett anderes ja, das kommt hin und dann hätte ich gesagt, verändern wir das noch ein bisschen. Er hat ein bisschen ein besseres Kinn und hier, ja, ungefähr. Dann stehen aber seine Augen, stehen, glaube ich, ein bisschen weiter auseinander und sie sind größer. Sie stehen immer noch ein bisschen weiter auseinander. Oh Leute, es ist echt nicht so, es ist nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn man sich halt auskennen würde mit Sims, dann wäre das vermutlich leichter. Aber ich kenne mich halt einfach nicht aus, Leute. Das ich lerne immer noch dazu. So, wir gehen jetzt doch in die Detailbearbeitung, Leute, weil ich habe jetzt einfach nichts gefunden, wo mir die Augen von Idris gefallen haben. Und ich hätte gesagt, wir probieren einfach jetzt mal so einen kleinen Idris selber zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder wie schlecht ich darin bin. Ich befürchte mega schlecht, aber ja, was soll man sagen, ne? Wir tun einfach jetzt mal unser Bestes hier. Ich finde es gar nicht so schlecht, Leute. Vielleicht ist es ein bisschen auch zu groß. Was sagt ihr dazu? Sieht es gut aus oder nicht? Mein Problem ist jetzt, der Idris hat ja zwei verschiedene farbige Augen. Und ich sehe jetzt hier nichts, wo das funktioniert, Leute. Dann der Idris hat, glaube ich, schwarze Haare und wir brauchen andere Augenbrauen. Oh. Nee, der Idris, der hat so geschwungene, aber dicker. Nicht so dick. Aber mit der Braue bin ich immer noch nicht zufrieden, Leute. Die sieht eigentlich ganz furchtbar aus. Die ist schön. Leute, die ist perfekt. Die gefällt mir super gut. Der Mund. So, den Mund, den müssen wir auch mal noch mit Detail bearbeiten, Leute. Er hat so ein süßes Pout-Face. Aber hier nicht so dick.
Ja, ungefähr so. Ja, nicht ganz, weil er hat nicht so ein ausgeprägtes. Ja, aber das kommt eigentlich schon hin, Leute, oder? Was meint denn ihr? Ach, er ist eigentlich ganz niedlich, oder? Jetzt brauchen wir hier noch sein Body. Wobei, geben wir. Oh mein Gott, er ist so süß. Von der Hautfarbe her finde ich ihn eigentlich gar nicht schlecht. So hell, weil er ist ja doch ein Vampir. Das darf man ja nicht vergessen, auch in seiner guten Form. Jetzt hätte ich gesagt, geben wir ihm erstmal Haare. Was gibt's denn für Haare? Ey, die sind doch schon perfekt, Leute, in Schwarz. Gibt's auch ein anderes Schwarz? Das ist eher so grau, oder? Oh, das gefällt mir aber nicht. Okay, nehmen wir das, egal. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt bräuchten wir vielleicht noch, ja, die Augenbrauen in der gleichen Farbe. Und dann brauchen wir noch Gesichtsbehaarung. Brauchen wir Gesichtsbehaarung? Idris, glaube ich, hat gar keine Art von Gesichtsbehaarung. Von daher hätte ich gesagt, wir brauchen keine. Keine, habe ich gesagt. Hallo? Keine? Ja, so. Definitiv keine. Dann Make-up. Idris hat so ein bisschen Heil. Ui. Was ist das jetzt? Hör mal auf jetzt, Idris. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das wollen. Ach, ich find's eigentlich ganz cool, oder? Ich weiß gar nicht, warum ich das hier hatte. So, dann Eyeliner. Brauchen wir eigentlich keinen. So, Wangen. Och, habe ich hier etwa keinen Highlighter? Oh, das ist sehr schade. So, dann brauchen wir noch natürlich Wimpern. Der Idris trägt keine Brille. Das heißt, wir können ihm Wimpern verpassen. Bisschen zu viel. Immer noch zu viel. Viel zu viel. Oh, goodness gracious. Okay, Leute, wir müssen. Oh ja, die sind schön. Die passen sehr gut dazu, oder? Was meint ihr? Ist es unser Idris? Ich glaube, ich muss ein bisschen die Nase noch größer machen. Nicht, weil Idris eine größere Nase hat, sondern weil die so einfach nicht gut reinpasst. Und der Mund gefällt mir immer noch nicht. Leute, ich bin so ein kleiner Dippviertelscheißer. Ich weiß. So. So, ich glaube, unser Idris ist also vom Gesicht her fertig. Jetzt gucken wir noch mal, ob er. Aber er ist ja kein Lauch eigentlich. Ja, doch, er ist schon so ein bisschen Lauch. Nee, er ist so ein bisschen Lauch, hätte ich gesagt. So, oder? Weil er ist ja ein Magier. Der coolste, den es gibt. Ich finde ihn klasse. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Dann hätte ich gesagt, fangen wir schon mal an mit Hüten. Ich hatte bei Dakota, als ich da Dakota einen Hut gesucht hatte, habe ich schon den perfekten Hut für Idris gefunden. Und zwar den hier. Der ist mega, oder? Leute, das ist doch perfekt, oder? So. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ach Gott, Leute, ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen. Und dann suchen wir noch ein Outfit für den Idris aus. Und Moment, wir haben nämlich neue Outfits mit dem Pack dazu bekommen. Wir filtern mal nach dem Vampir-Pack, denn die Vampire, Leute, haben so coole Outfits. Die passen alle perfekt zu Idris. Da kann ich für jede Occasion ihm ein anderes Outfit geben. Das ist mega klasse, oder? Jetzt gucken wir mal ganz kurz nach. Nee. Oh, wow. Das könnte ich ihm als Abendkleidung geben, Leute, oder? Also die Abendkleidung und so, die mache ich. Wow! Leute, das sieht aus wie Idris, oder? Jetzt Moment, wir gucken mal ganz kurz durch, was ist noch. Das sieht auch gut aus. Das schreit nach Idris, oder? Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Wir haben sofort ein Outfit gefunden. Also das sieht schon richtig klasse aus. Jetzt gucken wir uns die anderen Outfits noch an, was es da so gibt. Ob es da auch so ein bisschen lila. Nee, Moment.
ist immer falsch. Wow. Das sieht richtig toll aus, Leute. Das sieht auch gut aus, vor allem zu diesem Hut, Leute. Was sagt denn ihr? Dieses Outfit werde ich dem Idris auf jeden Fall auch geben. Jetzt ist aber natürlich die Frage, welches Outfit wir ihm als Hauptoutfit geben. Dieses hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob es den Hut noch in anderen Farben gibt. Schwarz wäre doch... Jetzt habe ich ihn weggeklickt. Schwarz, glaube ich, würde gut passen. Ja. Oh... Mein Gott, Leute. Das sieht... Oh, ich bin... ich bin mega begeistert. Ich find's klasse, Leute. Was sagt denn ihr dazu? Jetzt braucht er natürlich auf jeden Fall noch Schuhe. Was nehmen wir denn für Schuhe? Ich glaube, der Idris hat so, so Cowboy-Stiefel-ähnliche Schuhe an. Ja, gibt's. Ach so, aber die sieht man nicht. Egal. Leute, das sieht super aus. Oder? Ich find's klasse, Leute. Unser hübscher Idris. Dann, glaube ich, sind wir ja jetzt mit allem fertig, das wir machen wollten. Ach, er ist so schick. Dann machen wir jetzt seine dunkle Seite. So, seine dunkle Seite bekommt natürlich ein paar richtig coole Gesichtsmerkmale. Wir sind schon... Jetzt, Moment. Wir könnten... Oh mein Gott, Leute. Wir könnten ihn auch so richtig so machen. Das sieht es cool aus? Oh mein Gott, ich feiere es so hart. Ich meine, es ist aber mega auffällig, ne? Egal. Nee, das machen wir nicht. Wir machen das selber. Sieht es gut aus? Ja. Es gefällt mir super und dann können wir hier diese noch verwenden, oder? Ist es zu viel jetzt? Aber Leute, ich find's mega. Er sieht mega cool aus. Vampirmund. Oh nee, das ist viel zu viel. Oh Gott. Nee, das ist mir too much, Leute. Wir könnten da mal gucken... Nee, das ist auch too much, weil sonst... Wir haben halt das schon über die Augen. Nee, ich finde das so klasse. Was sagt denn ihr zu dem Vampir, Idris? Ich finde es klasse. Jetzt brauchen wir natürlich noch echte Vampirzähne. Das sind, glaube ich, diese hier. Mach mal deinen Mull auf. Jawohl. Oder die? Nee. Die richtigen Vampirzähne. Leute, er sieht so klasse aus. Jetzt brauchen wir nur noch seine Zeh. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was wir nehmen möchten. Weil, wie wäre es mit einem Genetikexperiment? Jetzt weiß ich aber nicht, soll die C... Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Brauchen wir eine Katze? Ich meine, eine Katze wird... Oh mein Gott, ja. Das ist doch mega klasse. Aber die Katze, ich meine, sie... Das Problem ist, sie bräuchte jetzt eine andere Augenfarbe. Aber es gibt leider kein lila. Oh mein Gott, ja. Das ist C, Leute. Ist sie nicht mega süß? Ja. Wir geben ihr natürlich jetzt noch einen Namen. Wie mache ich das? Ja, das passt. So. Oh mein Gott, sie ist so unfassbar süß. Sie heißt C. Die Wunderbare. Dann ist sie neugierig, munter und Freigeist. Das passt doch absolut perfekt, Leute. Nee, wir haben es noch nicht, Leute. Der Idris braucht noch Merkmale. So, wir nehmen Wissen und er möchte ein Meistervampir werden. Ja, er ist voll des Brain. Weil er ist ja ein Hexer, Leute. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige... Ist es das richtige Meistervampir? Schon, oder? Dann kriegt ihr doch diese Fähigkeiten dazu. Er ist auf jeden Fall düster, oder? Ja, er ist düster... Aber romantisch, Leute. Wir erinnern uns an Idris. Er ist mega romantisch.
Und das letzte vergeben wir so, weil jetzt haben wir eine schlechte Eigenschaft, eine gute Eigenschaft. Und jetzt hätte ich gesagt, brauchen wir noch eine Eigenschaft, die so. Wie wäre es, wenn wir noch Genie nehmen? Weil ich glaube, der Idris ist definitiv auch ein Genie, oder? Ich glaube, Leute, dann haben wir alles. Und dann sehen wir hier Idris, den Wunderbaren. Und hier sehen wir Dakota Raintree. Ihr seht schon, den Idris, den habe ich so gemacht, dass er ungespielt ist. Und die Dakota ist unsere Hauptfigur. Dann war es aber auf jeden Fall mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!